Der folgende Text stellt ein paar Anforderungen an Sie zu später Stunde. Und zwar ist der Titel des Textes Fertgmundgesch't. Das kommt daher, weil sich der Text mit der Rechtschreibreform befasst und die Überschrift eigentlich heißt, fertig ist das Mundgesicht. Wenn Sie jetzt nie klarkommen, können Sie sich ja die DVD kaufen und das dann in Ruhe nochmal anhören oder das Buch und Sie lesen es selber. Fertgmundgesch't. Es sind ja nicht nur die orthografischen Ungereimtheiten, die dem deutschen Durchschnittsbürger zu schaffen und das Leben schwer machen. Und es ist nicht nur das Komma, das nicht weiß, wohin es soll. Es ist auch die Qual der Wahl eines geeigneten Artikels oder Pronomens. Und es sind gleichfalls Punkte und Striche, die verzweifelt ihren Platz im Satz suchen. So wird es für den deutschen Durchschnittsbürger eine große Hilfe sein, wenn er von der unsichtbaren Fessel dieser Zwänge befreit wird. Beginnend mit dem 01.01.2000, der Artikel ist also hier von 98, wird deshalb eine Ersetzung der Artikel der, die und das durch den neuen sogenannten Einheitsartikel DIT vorgenommen. Die Benutzung dieses Einheitsartikels erstreckt sich auch auf DIT-Formen dieser, ein und jener sowie DIT-Ableitungen. Des Weiteren wird die Benutzung des Verben vereinfacht und erleichtert. Ebenfalls ab dit 01.01.2000 wird nur noch dit ungebeugte Grundform dit betreffenden Verbs verwenden. Dit Vorgehensweise beziehen sich auch auf Ableiten Adverbien. Ab gleichem Datum werden nach dit Freigabe dit Kommas gleichfalls die Verwendung von Punkten und Strichen freigeben. Aus Ausrufezeichen Effektivitätsgründen werden ab DIT 1.1 Semikolon 2.00.1 Satzzeichen gänzlich weglassen. Desgleichen DIT im Grunde nehmen überflüssige DIT. Außerdem werden Übertragung Grundformregelung auf von Verben ableiten Substantive vornehmen. Um hierbei Unsicherheiten vermeiden, werden nicht nur bei Wörtern, sondern generell auf Großschreiben verzichten. Damit gewinnen Klarheit Sprache, machen möglich modernen Menschen Kommunikation, erleichtern und Büroaufwand reduzieren. Nicht unterschätzen sein Gewinn an Zeit durch Verkürzen notwendig Sprachdauer, erreichen, beseitigen, Deklination von Substantiven, Adjektiven und so weiter, seien dann nur konsequent Schritt. Da bedeuten im Allgemeinen aus Sinnzusammenhang erschließen sein, werden in weiter Stufe alle Wort weniger als 4 Buchstaben haben, weglassen. Betreffen auch Prinzip inhaltslos Verb sein, haben. Damit erreichen Stringenzsprache, machen konsequent vernetzen Individuum möglich, zwar über ohnehin nicht mehr existieren Ländergrenze hinweg. Erwägen sollen auch generell tilgen Punkt, Rahmen, Buchstabe, gebrauchen, bedeuten, wegfallen, Umlaut, Buchstabe I. Zweifellos. Dadurch enorm Glattheit Sprache erreichen. Zusammenhangen müssen auch verschwenden Raum durch Gebrauchen Doppelbuchstabe Schluss machen. Sprache damit komprimiert Ausdrucksmittel modern Mensch, nicht ohne Auswirken auch anderer Lebensbereich bleiben. Gesamtdenken können nunmehr entfalten. Samtlich Lebensausserung Mensch werden bisher nicht kennen Form annehmen. Weglassen bedeutungslos Buchstabe
zusammenlegen, Buchstabe. Hm. D, T, B, H, G, K, so W, A, E, Asan, Nwau, Skmbansa, Anan, dann Urform, Ausarung, Zurugam, Skla, Slk, Raduzan, Verwandern, Laut, A, M, S, U, Sanu, Una, Sanana, Ununu, Ananas, Anus, Sauna. Klasse, klasse. Jetzt ist aber so, das Ganze ist praktisch sowas offenbar wie eine Schularbeit gewesen. Jetzt hat die Lehrerin nämlich was drunter geschrieben. Ne, so ein bisschen so in Schreibschrift. Und jetzt muss man Folgendes, das muss ich Ihnen jetzt sagen. Also das endet hier, Ananas, Anus, Sauna und dann kommt ein Punkt. Und jetzt hat die Lehrerin geschrieben, ein Fehler, zwei. Und dann, schade Peter, dass dir zum Schluss noch der Punkt durchgerutscht ist. Beim nächsten Maler Bazar.